mir ein Fashion-Haul. Und zwar war ich in sehr vielen Läden, in H&M, ich war bei Zara. Außerdem habe ich von ein paar Shops was bekommen, was ich euch auch gerne zeigen wollte, weil es halt super schöne Sachen sind. Aber zuerst wollte ich die Gewinner meiner 30.000 Abonnenten-Verlosung bekannt geben. Und zwar ist das so krass. Ich meine, ich habe diese Verlosung vor 2-3 Wochen gedreht und jetzt sind es irgendwie schon wieder 35.000. Das ist einfach so krass. Also Dankeschön für die ganzen neuen Leute, die hier dazugekommen sind. Und ja, auch willkommen auf meinem Kanal. Die Gewinner der Verlosung stehen jetzt hier und die sind auch nochmal in der Infobox. Bitte meldet euch bei mir und dann werdet ihr eure Gewinne bekommen. Und ja, jetzt beginnen wir mit dem Fashion Haul. Und zwar würde ich sagen, einfach mal mit H&M. Und zwar war ich zuerst im Sale. Hier habe ich mir diesen Rock gekauft. Der ist so ein... Ja, ich kann den Stoff nicht genau sagen. Der ist so durchsichtiger. Aber darunter ist nochmal so eine blickdichte Schicht. Und ja, der hat hier vorne so eine Schleife. So. Und ich fand den einfach ganz niedlich, so für den Sommer einfach irgendwie mit einem gestreiften Crop Top zum Beispiel, dann den Rock dazu, einfach, ja, fand ich ganz süß. Und dieser hat jetzt auch nur 10 Euro gekostet, aber an der Kasse musste ich letztendlich nur noch 7 Euro bezahlen und ich hatte eh noch einen Gutschein und ja, da habe ich mich halt voll drüber gefreut. Dann habe ich mir was online bestellt und zwar sind das hier diese Stiefeletten. Die sind jetzt mittlerweile auch im Sale, aber ich habe sie mir noch geholt, als sie noch nicht im Sale waren. Und zwar sind das diese hier. Die haben halt eher so einen dicken Absatz, deswegen könnte man sie auch auf jeden Fall zur Schule tragen. Hinten haben sie so einen Stoff und hier vorne ist das halt Kunstleder. Hier noch einen schönen Reißverschluss mit so einem Detail, aber man kann ihn auch wirklich öffnen und schließen. Also das ist keine Dekoration oder so. Und die haben 25 Euro gekostet und das sind wirklich so mit meinen Air Force momentan meine Lieblingsschuhe. Ich weiß irgendwie... Ich habe total die komischen Zeit, weil einerseits trage ich so gerne Air Force, aber dann liebe ich auch wieder so Stiefeletten. Also ja, ich kann mich irgendwie nie so richtig entscheiden, aber ich mag die auf jeden Fall sehr gerne und ich habe die in der Größe 40, aber ich glaube, sie hätten mir auch in 39 gepasst. Dabei habe ich mir so eine kleine Tasche gekauft und zwar ist das einfach so eine Kunstledertasche mit so einem goldenen Detail hier vorne, hier in den Seiten. An den Riemen sind auch nochmal goldene Details und ja. Ich brauchte halt einfach so eine kleine Tasche, falls man einfach nicht viel braucht. Und einfach so Handy, Portemonnaie, passt da rein. Und deswegen habe ich mir die geholt und die hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Und dann habe ich mir dieses wunderschöne Oberteil hier gekauft. Das ist jetzt der Rückenausschnitt, den ihr seht und das ist von vorne. Und das ist eher so ein kürzeres Oberteil. Das geht auch wirklich nur bis zum Anfang der Hüfte so, könnte man das so sagen. Und die Ärmel sind dann auch eher kürzer und das ist halt eher ein engeres Oberteil. Und ich weiß gar nicht, ob ich euch die Größen dazu sagen soll. Ich glaube, ich sage euch die Größen nur, falls es irgendwie so eine Rolle spielt, zum Beispiel bei Hosen oder sowas, jetzt beim Oberteil. Ja, kann man sich eigentlich denken. Das gibt es jetzt auch mittlerweile im Sale. Ich habe es aber auch wieder original gekauft. Ist aber auch nicht so schlimm, das war auch irgendwie nur 10 Euro oder so. Und dann habe ich mir noch so ein süßes Oberteil gekauft. Das ist jetzt auch mittlerweile im Sale, aber ich habe es auch original gekauft. Und zwar ist das so ein... Ja, auch wieder mit einer Schleife. Ich liebe irgendwie Schleifen total. Und das ist einfach in so einem Rosaton. Das gab es auch noch in Rot, glaube ich. Und das hat halt hier noch so einen durchsichtigen Stoff. Oben an der Seite und hinten. Und das fand ich auch ganz niedlich. Das habe ich dann noch gekauft. Und als letztes habe ich von H&M gekauft so ein Skaterkleid. Und ja, so sieht das aus. Das hat so ein Aztekenmuster. Und das ist halt eher so ein dickerer Stoff. Ich finde das auf jeden Fall ganz hübsch. Das hat auch so einen leichten Rückenausschnitt. Und das ist generell hier oben. Also ich liebe das, wenn Oberteile so geschnitten sind, falls ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach so ein, ja, ich finde so ein total schön weiblicher Schnitt, weil das halt oben trotzdem so hochgeschlossen ist, aber dann so ein schöner Rückenausschnitt. Und die Schultern sind halt auch so bis hierhin frei. Das finde ich immer sehr hübsch. Und ja, aber trotzdem sind noch kleine Ärmel dran. Und das fand ich auch ganz niedlich. Und das hat jetzt auch irgendwie... Ja, 15 oder 20 Euro gekostet. Dann machen wir jetzt weiter mit Zara, würde ich sagen. Und zwar habe ich mir zuerst, also das sind alle Sale-Artikel bei Zara, kaufe ich mir eigentlich immer nur Sachen, vielleicht fällt euch das auch auf, wenn Sale ist. Also irgendwie die Originalsachen, da denke ich mir immer so, oh, 20 Euro. Aber wenn es dann irgendwie nur noch so 12 Euro sind, dann geht es wieder. Und irgendwie denke ich mir so, komm, jetzt, wenn es schon mal Sale bei Zara ist, musst du auch was kaufen. Das sind alles drei Sachen aus der Jugendabteilung. Das ist irgendwie meine Liebste bei Zara. Und das ist Skater. Und das soll halt so Celine-mäßig sein. Es steht halt immer Celine Paris. Und das ist jetzt Skater New York. Und da ist halt auch so ein Strich über dem E. Und dann ist da drüber so ein Hund, der Skateboard fährt. Und das ist halt eher so ein Schnitt. So breite Ärmel. Ist eigentlich nicht so meins, aber so im Sommer finde ich das ganz schön, wenn man das irgendwie mit einer High-Waisted Shorts anzieht oder so.
Ja, kann das ganz hübsch sein. Und das hat, glaube ich, jetzt so, ja, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube so 13 Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch eine Bluse mitgenommen, und zwar ist die ärmellos und dunkelblau mit weißen Pünktchen. Das habt ihr auch schon in meinem Lookbook gesehen. Die hat vorne so, ja, das sind keine Rüschen, aber schon so, ja, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ich gehe mal näher dran, dann könnt ihr das so sehen. Und ja, das Lookbook verlinke ich euch nochmal in die Infobox. Das war ein How to Style Air Force Video. Aber die kann man auch ganz toll zum Beispiel mit den Stiefeletten tragen oder mit Stiefeln. Oder auch einfach im Sommer mit einer Shorts und Ballerinas. Irgendwie, man kann die einfach immer tragen. Und deswegen habe ich mir die noch mitgenommen. Und die lag auch irgendwie bei 15 Euro. Als letztes bei Zara habe ich mir dann eine wunderschöne Hose mitgenommen. Und ja, ich weiß nicht, ich wollte schon ganz lange so eine, aber irgendwie habe ich mir die nie mitgenommen. Und zwar ist das eine Jegging. Trage ich eigentlich nicht, aber die saß einfach so toll. Die ist so dunkelblau washed, so, also die soll so ein bisschen abgenutzt wirken. Und ich wollte schon so lange so eine und die war jetzt im Sale irgendwie für 10 Euro. Und die sitzt einfach perfekt überall. Und ja, das seht ihr auch eigentlich im Lookbook. Ich liebe die einfach. Und dann geht es weiter mit einem Kleid, was ich bekommen habe. Und zwar, ja, ihr wisst gar nicht, wie ich mich darüber gefreut habe, weil ich wollte schon so lange einfach so ein Prinzessinnenkleid. Und ich werde euch dazu auch gerne, ich wollte so ein Perfect Princess, also so abschlussballmäßig. In Amerika ist es ja Prom und auch wenn wir kein Prom haben, ich möchte gerne so ein Video machen, wo ich mich einfach so fertig mache, wie ich mich für einen Abschlussball fertig machen werde. Falls ihr zum Beispiel Konfirmation habt, da könnt ihr ja auch das Make-up zum Beispiel dann von verwenden, falls ihr wisst, was ich meine. Und ja, das ist dieses wunderschöne Kleid. Das ist oben so herzförmig, ist halterlos und ja, es geht so runter. Und es ist einfach wunderschön und das ist so ein Prinzessinnenkleid, so wie ich es schon ganz lange haben wollte. Ja, das ist dieses wunderschöne Kleid und die Seite heißt Dress Fame, glaube ich, irgendwie sowas. Und ja, das ist einfach wunderschön, das Kleid. Und generell, die hatten da so schöne Sachen. Getragen war es bei der Frau in Rot. Und in Rot war es natürlich wunderschön, aber ich möchte das nächstes Jahr gerne zu einer Hochzeit anziehen. Und in Rot kann man da ja schlecht ankommen, deswegen habe ich mir so ein rosa Beige Ton geholt. Also ja, für eine Hochzeit finde ich das auch eigentlich ganz passend. Und dann habe ich mir hier zwei wunderschöne Oberteile ausgesucht bei Choice. Und boah, die sind einfach so schön. Ich wollte halt schon ganz lange so Peplum-Oberteile. Und das ist jetzt das hier in Weiß. Das hat halt Spitzenärmel und geht dann einfach so Peplum-mäßig. Ja, das ist das in Weiß. Und dann habe ich dasselbe nochmal in Schwarz. Und die finde ich halt einfach so, so schön. Ich finde halt, das sind so Oberteile, die kann man im Alltag tragen, obwohl sie halt schon relativ elegant sind. Aber ich nehme mal an, ich ziehe zum Beispiel das Weiße dann mit dieser Washed Jeans an und dann dazu Stiefeletten oder auch das Schwarze. Ich finde, das ist halt so ein super cooler Look. Einerseits sind die Oberteile natürlich relativ elegant, aber trotzdem so dann mit einer Jeans. Ja, finde ich sehr hübsch. Und dann habe ich einen Pulli. Den möchte ich euch auch nochmal zeigen, nämlich möchte ich so im Frühlingslook, werdet ihr den bestimmt sehen, weil ich habe vor, das ist nämlich so ein Crop-Pulli. Der ist von SHEINside und den möchte ich halt gerne mit Shorts oder mit Röcken tragen. Es gab ja auch in dieser Air Pastel Mac Barbie Bethany Motor Collection gab es ja auch so ein Crop-Pulli, aber irgendwie, ja, ich war mir so unsicher, konnte man da irgendwie aus Deutschland bestellen? Ich habe gar nicht nachgeguckt, weil ja, aus dem Ausland bestellen ist immer so zurückschicken, das ist immer so kompliziert alles, deswegen habe ich das gelassen. Noch eine weiße Bluse, die hat hier vorne so Rüschen, Taschen, schlichte weiße Bluse. Ich finde, weiße Blusen gehen immer und ja, wie ihr seht, das Etikett ist genau dasselbe wie von Zara, also genau der gleiche Hersteller wie von Zara gibt es auch bei SHEINside. Ja, und als letztes, ich glaube, ich habe sie euch ja auch im Lookbook gezeigt, aber das ist meine allerliebste Winterjacke. Und zwar sieht sie so aus. Die hat so eine fette Fellkapuze. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass das Kunstfell ist. Das müsste eigentlich kein echtes Fell sein. Also ja, ich hoffe das jetzt einfach mal. Und man kann sich ja in China nie sicher sein, weil dort ja anscheinend Kunstfell teurer ist als Echtfell. Aber ich habe halt so ein bisschen geguckt. Und auch von der Textur und wie das brennt und sowas. Und das ist jetzt normalerweise Kunstfell. So sieht diese Jacke aus. Ihr seht jetzt nicht besonders viel, aber die ist an den Ärmeln rot. Hier unten an den Seiten rot. Hier vorne noch so Flaggen. Soll, glaube ich, so ein bisschen militärmäßig sein. Ja, ist einfach meine liebste Jacke. Ich hatte irgendwie, obwohl das ja total so Trend ist, ich hatte noch nie eine khakifarbene Jacke. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich habe es mir einfach nie gekauft. Und ja, es gibt auch ähnliche bei Zara, H&M, aber khaki-grüne Jacken finde ich irgendwie diesen Winter richtig toll. Vielleicht bin ich jetzt so ein Spätzünder, weil eigentlich ist der Trend schon relativ weg und die sind jetzt wieder so hipster-mächtig-mäßig. Aber
Ich mag sie trotzdem. Und das war jetzt auch eigentlich schon mein ganzer Fashion Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass euch die Tragebilder gefallen haben. Und ja, das war dann jetzt eigentlich der ganze Haul. Und wir sehen uns dann am Samstag wieder mit einem Lifestyle-Video, mit einem sehr, sehr angefragten Lifestyle-Video. Und ich glaube, ihr werdet euch da sehr drüber freuen. Ich gebe euch nur einen Tipp. Ja. Falls ihr jetzt eine Idee habt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich finde das ganz interessant, was ihr denn denkt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann Samstag wieder. Und guckt bitte nochmal in die Infobox, wer gewonnen hat. Falls ihr es seid, guckt in euren Posteingang, bitte, bitte. Ich möchte euch schnell eure Gewinne zukommen lassen. Und ja, wir sehen uns. Tschüss!